Liebe Leute, es gibt eine Eilmeldung und zwar Cyberpunk 2077, das ist delayed, deswegen hier kurz und knackig, kurz und schmerzlos, bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Heute ungeschnitten und ohne Intro. Was soll ich nur mit diesem Cyberpunk-Controller machen? Keine Ahnung, denn das Game wurde mal wieder verschoben. Erst wurde es verschoben von April auf den September und vom 17. September jetzt auf den 19. November. CD Projekt Red haut das hier auf der Cyberpunk-Seite als offizielles Statement raus. Und zwar auf Twitter. Wenn ihr Twitter habt, dann folgt mir da auch gerne. Aber was passiert jetzt? Erstens, was machen wir mit dem Cyberpunk-Gewinnspiel von mir? Mein Vorschlag wäre, momentaner Stand, übrigens, falls ihr das noch nicht gesehen habt, unter dem Video ist jedes Mal so ein Cyberpunk-Gewinnspiel verlinkt. Mein Vorschlag wäre, wir verlosen jetzt insgesamt 3 Keys statt 2, aber verlängern das Gewinnspiel auf bis November. Ich finde, das ist ganz fair eigentlich. Ein Key mehr, aber 2 Monate mehr. Keine Ahnung. Gebt mir gern Feedback. Teilnehmen könnt ihr auf jeden Fall noch an dem Gewinnspiel, ist unten verlinkt. Und ja, hier heißt es im Statement von CD Projekt Red kurz zusammengefasst, dass sie halt das Game verschieben. Und zwar warum? Insert Grund, also irgendein Gebrabbel, das kommt da natürlich dann bei rum. In diesem Fall sagen sie, das Spiel, das ist schon komplett fertig, aber Tonne Bugs. Und ihr könnt euch vorstellen, bei so einem gigantischen Spiel, da entsteht eine Menge von Bugs, eine Menge von Fehlern. Und jeder Bugfix, den du unternimmst, der hat zur Folge, dass eine weitere Reihe von neuen Bugs entsteht. Und die musst du dann wieder fixen und so weiter und so fort. Und deswegen hat CD Projekt Red gesagt, hey, okay, wir werden das Game verschieben. Es hat keinen Sinn, es ergibt keinen Sinn, das so rauszuhauen. Es sind zwar nur ein paar Monate, ja, aber es ist natürlich nochmal eine lange Zeit, wenn man bedenkt, eigentlich sollte es im April sein. 7 Monate später, wenn der Mathemann mich nicht verlassen hat, kommt es jetzt raus. Ich persönlich muss sagen, lieber ein qualitatives Meisterwerk, was sich das Spiel des Jahres mal so richtig verdient, was ein Meilenstein ist. Und man muss halt sagen, da CD Projekt Red mit The Witcher 3 so vorgelegt hat, sind sie jetzt verpflichtet, auch nachzulegen. Was noch wichtig für euch zu wissen ist, ist folgendes, und zwar am 25.06., das ist schon in einer Woche, ist Night City Wire. Bedeutet, dort gibt es ein Update von Cyberpunk und einige ausgewählte Journalisten durften bis dahin tatsächlich das Spiel schon spielen und werden dann ihre ersten Reviews raushauen. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall steht natürlich fest, die Politur, die ist noch nicht geschehen. Alles im Spiel ist schon da. Alle Quests, alle Aufgaben, alle Optionen, alle Skins, alle Waffen, alle Skills. Aber das Balancing fehlt noch, das Bugfixing fehlt noch, das Feintuning fehlt noch. Und das müssen natürlich die Journalisten dann in ihrem Review berücksichtigen. Also in einer Woche können wir uns auf ein echtes Review freuen. Von so einer frühen Version von Cyberpunk 2077. Heute Abend freuen wir uns erstmal auf einen Livestream und zwar von The Last of Us 2. Schaut da gerne auf twitch.tv/fragnard vorbei. Ich mache das Video hier jetzt kurz und knackig, kurz und schmerzlos vor dem Stream. Ich glaube, es ist eines der wenigen Videos, die uncut auf meinem Kanal hochkommen. Beschäme ich mich eigentlich schon fast für, aber meiner Meinung nach ist das zu brandheiß. Das musste jetzt an euch raus. Ihr müsst das wissen, damit wir gleich auch im Stream eine gemeinsame Basis haben, um ein bisschen zu schnacken. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und zeigt mir gerne mit, was haltet ihr davon, dass es verschoben wird? Lieber verschieben und dafür was Sicheres abliefern oder sagt ihr, hey, das war jetzt aber mal zu viel. So und nicht weiter CD Projekt Red. Ich bin gespannt von euch zu hören und sage bis später, euer Peter. Und gerne hier die Glocke aktivieren für weitere Cyberpunk-News, wenn ihr Bock habt. Ciao. So, ne? Und wie gesagt, Gewinnspiel ist hier unten verlinkt.